Ja, Sie kennen mich ja nicht. Wenn Sie mich kennen würden Sie auch sagen, Mensch, den wollte ich auch mal sein. Oder wie sagt man, der wollte ich auch mal sein. Ein äußerst kommunikativer Mensch. Er ist groß und vital, unglaublich vital. Die bedeutendste Komponistenpersönlichkeit unserer Zeit. Er ist ein musikalischer Mensch. Unglaublich einnehmend, unglaublich großzügig. Er hat immer ein offenes Ohr für das andere der anderen. Ach, er ist fröhlich, er kann wahnsinnig fröhlich sein. Überhaupt nichts von einer Aura, von Allüren des weltbekannten Komponisten. Sondern wenn es mal darum ging, eine Flasche Wein niederzukämpfen, das war immer sehr, sehr leicht und mit viel Spaß auch verbunden. Der freundliche Nachbar von nebenan. Ich wollte immer ich sein, weil das ist äußerst spannend. Also ich habe mich nie so in der Außenseiterposition gefühlt. Ich war immer sehr, sehr integriert eigentlich. Also so kam mir das vor. Weil ich war ja nicht so ein verhuschtes Junggenie, sondern ich war eine große Figur, eben auch damals schon, und habe mich nach Mädchen umgeguckt. Nicht? Also ich war nicht irgendwie so im Spinnweb verhangen, im Wandschrank erzogen. Nicht? Nee, nee. Es war halt was ganz Fremdes, was ich da mache, weil ich komme nicht aus einem musischen Elternhaus und so. Das ist ganz normal. Ne? Und dann haben sie halt gesehen, er vernachlässigt die Schule und dies und jenes. Aber irgendwie, es gab ja auch immer Lehrer und auch so ältere Leute, die sehr an mich geglaubt haben. Später, 1976 allerdings, da schrieb der Chefkritiker der Wochenzeitschrift Die Zeit. Er hatte die ersten Jahre, 10, 20 Jahre, zum Teil einen sehr schweren Stand, auch in der Kritik. Ein Fäkalienstück, da hilft nur anschließend ein Schnaps. Immer. Mit freundlicher Beharrlichkeit seine Sachen zu machen. Auch wenn in der Zeitung steht, dass alles scheiße sei, aber irgendwie sich immer wieder aufzurappeln. Die Kritik hat sich dann aber so mit wachsendem Erfolg und Ruhm hat sich angepasst. Und fast, finde ich, spürt man jetzt eine Angst vor ihm. Ein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das habe ich ja. Das wäre jetzt kokett, wenn ich es ableugnen würde, denn es ist da. Und das gibt auch, sagen wir mal, einen ruhigen Strom am Grund. Wenn oben alles so macht, aber da ist ein ruhiger Strom. Das ist das Chiffre 6. Das ist eines der Stücke, die ich fast auswendig konnte. Also das ist, macht doch allen Spaß. Das ist kein langes Stück, es ist ein verhältnismäßig kurz. Es dauert vielleicht gerade 8 Minuten oder 10 Minuten. Und es ist aufregend und ja, blitzaufregend. Also das ist ein richtig schönes Stück. Das ist erfrischend. Das macht unheimlich viel vitale Energie. Das Komponieren ist Teil seines Lebens. Deswegen bin ich das ja. Sonst wäre ich ja was anderes. Sonst wäre ich vielleicht Politiker oder Bankdirektor oder Clochard. Ne? Aber das ist ja das, was ich kann. Also ich bin inspiriert. Sonst müsste ich das gar nicht machen. Das ist nichts Besonderes. Verstehen Sie, für einen Künstler ist Inspiration nichts Besonderes, denn davon geht er ja aus. Das hat er ja. Das ist ja das Einzige, was er hat. Und daraus was zu machen. Es geht immer nur darum, die Inspiration in die Tat umzusetzen. Er hat ja fast ein Arbeitsethos auch. Er ist ja geradezu schaffenswütig und schafft immer wieder Neues. Wenn ich ein großes Werk schreibe, dann weiß ich schon, dann habe ich jeden Morgen, wenn ich an die Arbeit gehe, das Gefühl, mal sehen, wie es weitergeht. Was kommt denn jetzt? Und ich fange an und voller Lust
erfahre ich nach und nach, was geschieht und wie wird es gestaltet, indem ich es gestalte. Typisch für Riems Musik ist, dass sie untypisch ist. Nee, das ist immer eine riesen Überraschung, was kommt. Es ist immer auch eine unglaubliche Spannung, was kommt jetzt. Weil es kommt immer wieder was völlig anderes, was völlig Unerwartetes. Das ist die Riemsche Musik überhaupt nicht gibt. Es ist auch so, wir haben in Donaueschingen ein Gespräch gemacht mit einem englischen Filmteam über sein 13. Quartett. Wir haben uns da lange drüber unterhalten, er hat lange erklärt, was er alles macht. Und dann rief er mich dann irgendwann an, 3 Wochen später, und sagt, ja, ich glaube, es wird alles anders. Und was dann kam, hat nichts damit zu tun, mit dem, was er mir erzählt hat. Es ist sehr selten, dass ich ein Stück von Wolfgang Riem gehört habe, das mir nichts gegeben hätte. Das ist das Allerschönste. Also das ist etwas, was mir auch ganz viel Kraft gegeben hat, als ich gemerkt habe, das, was du tust, das, was ich tue, gibt jemand anderem was. Eine Musik, die spricht gewissermaßen. Und etwas, von dem ich nicht mal gewusst habe, was es ist. Die noch das Unsagbare zu sagen weiß. Ich kann mich erinnern, als ich die Partitur bekommen habe von seinem Cello-Konzert, das ist das zweite, was er für mich komponiert hat. Und wir saßen in Basel im Restaurant, ich habe die Partitur durchgeblättert und ich habe gesagt, Wolfgang, das geht nicht. Das kann man nicht spielen, das ist einfach unmöglich, weil das ganze Stück sind einfach nur 16, wahnsinnig schnell, wahnsinnig laut, 20 Minuten lang ohne Unterbrechung. Ich habe gesagt, das ist einfach physisch gar nicht möglich. Ja. Und er grinst ihn nur und sagt, ja, das schaffst du schon, du kriegst das schon hin so. Das ging dann schon, aber es war einfach eine wahnsinnige auch Trainingsarbeit, überhaupt dahin zu kommen. Aber das will er. Er will dann das Äußerste. Er will dann von einem Musiker auch, dass der wirklich sozusagen etwas tut, was er sich vorher gar nicht hat vorstellen können, um das es geht.